Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Planradar-Präsentation. Mein Name ist Domagoj Dolinschek. Ich bin Gründer der Firma Planradar. Wir haben vor circa 8 Jahren begonnen mit der Entwicklung unserer innovativen Plattform für digitale Baudokumentation, Mängeldokumentation im Bereich Bau und haben unser Tätigkeitsfeld auch in den Immobilienbereich erweitert. Grundsätzlich zu Planradar, wir sind ein internationales Unternehmen mit Standort Headquarter in Wien, haben mehr wie 100 Leute mittlerweile und wollen weitere Länder, wie zum Beispiel heuer haben wir ein Office in Moskau, in Paris, in Warschau eröffnet und stehen damit zur Verfügung, dass wir mit unserer Software-as-a-Service-Lösung global zur Verfügung stehen, unseren Kunden, aber auch sehr stark supporttechnisch lokal unser Dienst zur Verfügung stellen. Wie Sie hier an den Referenzen sehen können, haben wir ein breites Spektrum an Kunden, beginnend mit Kunden aus der Architektur- und Ingenieursbereich, wo interdisziplinäre Planungsabwicklungen bzw. Abstimmungen zwischen dem Bau und der Planung notwendig sind, aber auch sehr stark im Bau, zum Beispiel Kunden wie eine Strabag oder wie eine POR, bis hin übergeordnet Bauträger bzw. große Investoren wie eine Aroundtown oder Vonovia und ausführende Unternehmen wie eine Siemens. Sprich, die einzelnen Fachbereiche und Gewerke zählen ebenso zu unseren Kunden. Warum ist das möglich? Es ist sehr einfach. Wir haben die Plattform nämlich zur Verfügung gestellt für sämtliche Plattformen bzw. Geräte. Sprich, Sie haben die Möglichkeit, Planradar zu nutzen, sowohl auf dem Smartphone, auf einem Tablet und auf einem Laptop oder Ihrem Desktop-PC. Und das in Kombination mit modernster Technologie, sprich, die App ist auch offline verwendbar. Und das auf Google-Geräten, Apple-Geräten und auch ebenso auf Windows-Geräten. Warum ist das möglich? Wir haben eine sogenannte Native App und auf dieser können Sie sehr rasch Informationen abgleichen zu bestimmten Sachverhalten, zu bestimmten Punkten, wo die Kommunikation zwischen sämtlichen Parteien nachvollziehbar ist und lückenlos dokumentiert ist. Und auf dieser lückenlosen Dokumentation haben Sie einerseits eine tabellarische Erfassung der einzelnen Punkte, aber auch rasch, plakativ, ersichtlich auf Basis von Statistiken. Und das ist die Vorschau, die ich Ihnen jetzt einmal kurz geben will, im Hinblick darauf, Anwendung unserer Plattform in Kombination mit der praktischen Erfahrung. Dazu gebe ich Ihnen, führe ich Sie durch ein paar konkrete Beispiele und natürlich das große Schlagwort BIM, werden wir auch behandeln, beziehungsweise wie die Möglichkeiten hier mit Planradar aussehen. Das Erste, was Sie eben machen, wenn Sie Planradar nutzen wollen, ist, sich einen kostenlosen Testaccount zu erstellen. Das heißt, Sie können die Plattform mit allen Funktionen 30 Tage lang kostenlos testen und entsprechend ein Projekt aufsetzen, Projektteilnehmer einladen und die dazugehörigen
Modelle, ein BIM-Modell oder aber auch Grundrisspläne, Bilder zu Dokumentationszwecken hochladen. Wenn Sie in die Plattform gelangen, sehen Sie einen Überblick, Dashboard aller verfügbaren Projekte und mit den entsprechenden Benchmarks versehen, wie viele Punkte auf offen sind, wie viele abgeschlossen sind und das nachvollziehbar im Kalender natürlich, wo entsprechende Übersicht kombiniert dargestellt ist. Und da kommen wir eben jetzt schon zur praktischen Umsetzung. Wir haben einerseits, wie Sie hier sehen, die kombinierte Darstellung, Plan, Listenansicht der Plattform verfügbar, wo Sie hier im Plan navigieren können, beziehungsweise die dazugehörige Listenform. Der Vorteil mit der Liste ist, dass Sie sowohl Listen exportieren können aus dem System heraus und entsprechend so vollautomatisiert Datensicherung betreiben können. Nicht nur das, sondern auch dazu verknüpfte Dokumente und Bilder, die an so einem Ticket, wie zum Beispiel hier Riss an der Wand definiert ist, angehängt sind. Sie sehen auch, Sie können entsprechende BCF-Dateien exportieren. Das hat den Vorteil, darauf gehe ich noch ein, dass entsprechende Kommunikation, die innerhalb vom BIM-Modell stattfindet, auf Planradar-Seite, in zum Beispiel ein Native-System wie ein Revit oder ein Archicad-System eingepflegt werden kann und dort die Kommunikation beispielsweise fortgeführt bzw. übernommen werden kann. Wir haben eine umfangreiche Berichtswesen, wo Sie pixelgenau Ihren Bericht zusammenbauen können in eine Art Baukastensystem und selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass Sie all Ihre Dokumente an einem Ort wiederfinden und im Überblick anschauen, beispielsweise hier im Speziellen, wenn wir uns dieses Ticket hier anschauen, haben wir unterschiedliche Informationen hier versteckt bzw. vorzufinden, wo auf einer Seite die Dokumentation in Bildform durchgeführt ist, andererseits direkt auf Planbasis und zudem die Rückmeldung des auszuführenden Unternehmens. Sie sehen hier auch zu diesem Sachverhalt oder Ticket zahlreiche Felder. Diese Felder können Sie sich selber ebenso auch zusammenbauen. Sprich, Planradar ist eine universelle Plattform zu Dokumentations- und Kommunikationszwecken, sei es Checklisten, sei es Wartungen im Facility-Management-Bereich oder einfach zur Mängeldokumentation im Baubereich, aber auch zu Dokumentationszwecken, beispielsweise im Brandschutz. Und dadurch verknüpft sämtliche Dokumentation, zum Beispiel die hier zu diesem einen Punkt passiert, ist hier auf dieser rechten Seite im Chatbereich wiederzufinden und daran angeknüpft sind entsprechend auch die Dokumente ersichtlich, wo in zum Beispiel eine Produktbeschreibung angehängt ist, hier zum Beispiel das Pandomo V1 zur Ausführung der Arbeiten. Ganz rechts oben haben wir so ein Berichtswesen, zum Beispiel eine Notifikation, eine Benachrichtigungsglocke. Über diese bekommen Sie kurzerhand Informationen, einerseits mobil über die Push-Notification
und das ist alles individuell einstellbar. Es besteht auch die Möglichkeit, die Informationen direkt per E-Mail, dass sie sich die übermitteln lassen, was natürlich auch hier individuell anpassbar ist, dass sie sagen, sie wollen einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit informiert werden oder wirklich explizit für jede Nachricht, die auf der Baustelle bzw. zu dem expliziten Projekt abgewickelt wird. All die Informationen sind hier verfügbar im Endeffekt und können auch hier aus dem, nicht nur aus dem Tabellenbereich, wie ich es Ihnen gezeigt habe, aber auch hier direkt aus dem Planbereich abgerufen werden. So, das ist die Plattform an sich, die Webplattform. Kombiniert dazu haben wir natürlich auch die mobile Plattform bzw. die mobile Applikation, die Sie nutzen können. Und dazu gehend haben Sie die Möglichkeit, die Informationen auch am mobilen Endgerät zu teilen. Ich habe hier beispielsweise mein Tablet offen. Wie Sie sehen, hier ist die mobile App ersichtlich. Die können Sie im entsprechenden App Store herunterladen. Wie gesagt, verfügbar auf Smartphones und auf Tablet. Wenn Sie die App öffnen, haben Sie die Möglichkeit, die entsprechenden Projekte einzusehen. Einerseits direkt hier die Projektstruktur, die Sie eben auf der Plattform auswählen. Und die entsprechenden Tickets auch hier in derselben Form darstellbar und die Informationen auslesbar wie auf der Webplattform. Sie haben die entsprechenden Felder hier zur Verfügung, die Sie individuell anpassen können. Beispielsweise können Sie Leistungsverzeichnis, Positionen hochladen und diese mit Kosten verknüpfen bzw. diese Kosten an Abrechnungsprogramme verbinden. Das geschieht natürlich über entsprechende APIs, über entsprechende Schnittstellen, wo Sie Werte aus Planradar abholen können und die in anderen Tools weiterverarbeiten können. Grundlegend ist die Kommunikation mit anderen Softwarelösungen auch bidirektional, sprich Sie können das auch so gestalten, dass von zum Beispiel einem SharePoint Pläne nach Planradar gepusht werden bzw. diese abgedatet werden. Sie sehen hier auch, dass die gleiche Abhandlung der Informationen, die eingehängten Dokumentationen bzw. das entsprechende Chatprotokoll dazu in chronologischer Auflistung der Geschehnisse. Wir haben natürlich hier eine umfangreiche Anzahl an Informationen, die sehr moderat und einfach filterbar ist, dass Sie sagen, Sie wollen nur die Punkte, die in Bearbeitung zum Beispiel und erledigt sind, filtern. Und so können Sie strukturiert alle Informationen abgreifen, auch natürlich in Listenform, die dazugehörige Liste. Zudem können Sie nicht nur auf dieser Basis den Einblick erhalten. Wir haben umfangreiche Statistikfunktionen, wo Sie auch hier plakativ einsehen können, wie ist der Status der Dinge. Nun können wir den Filter deaktivieren
und die Informationen sind hier wieder eingeblendet. Auf Knopfdruck besteht auch die Möglichkeit, dass Sie wahlweise Berichte exportieren, indem Sie sich Ihre Berichtsvorlagen wie Bautagebuch, Behinderungsanzeigen, Mängelnachabnahme, Vorabnahme, Nachbegehungen und so weiter selber zusammenbauen. Ich wähle mal jetzt individuell einen einfachen Bericht aus, der exportiert wird. Sie sehen hier auch den Bereich, wo alle Dokumente verfügbar sind, also Office-Dokumente, also auch PDF-Dokumente. Und der Bericht ist, Sie sehen, sehr rasch fertiggestellt. Zum Beispiel hier das Mängelprotokoll. Es kann, wie gesagt, auch eine Checkliste sein, aber auch eine laufende Wartungsliste, wo Sie individuell in einem Baukastensystem die Inhalte zusammenstellen können. Und das zieht sich natürlich so durch das ganze Protokollwesen, wo Sie den Übersichtsplan haben und den Detailausschnitt dazu, exakte Beschreibung und die saubere Doku mit Bild, Foto und die erledigte Meldung und entsprechend Dokumente, die angehängt sind, die auch wahlweise hier ins Bericht automatisch übernommen werden können, beziehungsweise können Sie den Bericht automatisch digital zeichnen und anderweitig versenden per E-Mail oder in Ihrer Ordnerablage speziell irgendwo ablegen. Das ist in vielen Fällen notwendig, weil viele Unternehmen entsprechende Zertifizierungsprozesse haben, Ablageprozesse haben und diese berücksichtigen wir mit unserer Funktionalität. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch demonstrieren, wie wir entsprechende BIM-Modelle abhandeln. Es ist möglich, dass Sie zum Beispiel ein Modell abrufen und hier in diesen rein navigieren. Die Anwendung ist sehr einfach und intuitiv. Wir haben es bewusst so einfach gehalten, dass eben auch für Leute, die eben nicht mit affin sind mit räumlichen Koordination bzw. Anwendung räumlicher Applikationen zurechtkommen. Wenn Sie beispielsweise jetzt eine Anmerkung an diese in diesem Bereich machen wollen, positionieren Sie den gewünschten Punkt und kurzerhand können Sie das gewünschte Formular auswählen, das Sie hier zu Dokumentationszwecken anwenden wollen. Momentan ist eben das Dokument Mängelmanagement, das Formular Mängelmanagement ausgewählt. Sie können hier einen Titel vergeben, zum Beispiel Unterzug überprüfen, weil es hier beispielsweise ein Bedenken gibt. Sie können eine verantwortliche Person auswählen, die das überprüfen soll mit entsprechender Frist. Eine kurze Beschreibung, bitte zeitnah erledigen, Punkt. Und laufende Kategorie bzw. Kosten, die Ihnen eben hier schätzungsweise bei Sanierungsarbeiten oder Austausch anfallen können. Sagen wir mal hier, es sind 4.000 Euro beispielsweise und entsprechende Sprachaufnahmefunktion haben wir hier ebenso. Beispielhaft können Sie ein Foto erfassen. Ich mache es hier jetzt live zum Beispiel. Ich sehe kein Träger, aber Aufnahme einer Wandsituation. Und zudem speichern Sie die Informationen ab und die werden dann, wie Sie sehen, direkt an das Objekt gekoppelt. Sozusagen das
auch die Objektinformationen, das ist eine sehr hilfreiche Information, hier an das Objekt angehängt werden. Beispielsweise können Sie die Struktur des Gebäudesplans ansehen und auch hier im Grundriss darstellen. Beziehungsweise haben Sie die Möglichkeit auch, das Projekt in der Struktur einzusehen und entsprechende Objekte anzuschauen. So, das ist eben zu unserer Funktionalität auf BIM-Basis. Wie gesagt, wir halten es bewusst einfach, damit die Informationen hier auch transparent und nicht zu überladen für die einzelnen Nutzer vorkommen. Ja, das ist es im Großen und Ganzen, was die mobile Anwendung anbelangt. Ich zeige Ihnen noch die Möglichkeiten auf der Webplattform. Hier haben Sie ebenso den sauberen Überblick zu den entsprechenden Statistiken, Informationen, aber auch die Möglichkeit, sich Ihre Formulare, wie schon eingehend erwähnt, individuell zusammenzubauen. Ich habe zum Beispiel hier vorhin das Formular Mängel Management verwendet und im Endeffekt im Aufbau sieht es so aus, dass Sie die einzelnen Attribute hier haben, die einzelnen Felder und auch die Möglichkeit haben zu bestimmen, für wen die einzelnen Felder sichtbar sind und wer darf sie auch bearbeiten. Hilfreich ist manchmal auch bei einem oder dem anderen Projekt die geobasierte Speicherung der Informationen und Sie können diese konfigurierte Darstellung der Informationen in einem Vorschaufenster ansehen. Also ist das Ergebnis im Endeffekt so, wie ich es Ihnen in diesem Beispiel Tickets gezeigt habe. Und dieser Bereich sozusagen ermöglicht es unseren Kunden, unseren Nutzern im Handumdrehen, sich eigene Formulare zu erstellen. Sie können zum Beispiel eine Checkbox hier zum Beispiel Kosten, dann Wartung abgehandelt und wenn Sie auf Vorschau klicken, sehen Sie hier, wie die Felder aussehen aus der entsprechenden Warte. Wenn Sie sagen, dieses Feld soll der Mieter nicht zum Einblick haben, dann sieht er eben nur die restlichen Felder und aus der Sicht eines Elektrikers ist dieses Feld dann sehr wohl ersichtlich. Das heißt, Sie haben auch in diesem Feldbereich die Möglichkeit, Pflichtfelder zu, aber auch Schreibleserechte zu vergeben. Wir haben hier auch eine sehr einfache Struktur der Benutzer, wo Sie kurzerhand die Informationen eintragen können, beziehungsweise auch Listen an Projektteilnehmern hochladen können und diese auf Knopfdruck einladen. Hier unterscheiden wir zwischen zwei Lizenzarten. Einerseits den Inhouse-Benutzer, wo alle Projekte eben ersichtlich sind, wo alle Menüpunkte hier ersichtlich sind, beziehungsweise Sie können definieren, darf ein Benutzer einen anderen Benutzer einladen, darf er die Statistiken, den Menüpunkt hier auf der linken Seite Statistiken einsehen und so weiter. Die Auftragnehmer sind bei uns eben kostenlos. Die können lediglich rückmelden per Status, Kommentar oder einem Foto. Und das ist der große Vorteil, dass diese ausführenden Unternehmen keine Kosten zustehen und somit schnellere
Abbildung des Projekts möglich ist. Ebenso beobachtet beim Projekt sind kostenlos möglich einzuladen in der Nutzung. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen, wie Planradar funktioniert, wie die Einsatzbereiche sind. Sie sehen lediglich anhand von den Funktionsbeschreibungen, wie breit Planradar Ihnen in den entsprechenden Projektphasen Nutzen bringt. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit, also ich habe Ihnen jetzt den Bereich Ausführung gezeigt und auch entsprechend Wartung ist mit dem abgedeckt. Wir können aber natürlich auch hier beispielsweise bereits schon in der Planungsphase zugreifen auf die entsprechenden Funktionalitäten, indem Sie sagen, Sie können die Pläne vergleichen und die Versionen zum Beispiel zwischen Index A und Index E abgleichen. Hier zum Beispiel sehen Sie, ist im Nachfolgeplan mit Index B das Bad eingezeichnet, der Instablock, und hier im Vorgängerplan im Index A war er noch nicht drinnen. Und genau dieser Unterschied wird hier angezeigt. Den können Sie natürlich auch farblich definieren, aber auch gesetzte Tickets überlagern und da anwenden und veranschaulichen, wo es die entsprechenden Informationen, Unterschiede zu den einzelnen Versionen gibt, die dokumentiert sind. Somit müssen Sie nicht mehr Pläne plotten, entsprechend mit den Zeichenstiften Anmerkungen machen, sondern es ist wirklich alles auf einem Platz. Von der Planung nachvollziehbar, hilfreich für die Nachträge bis in die S-Bild-Dokumentation, wo Sie eben auch hier, wenn Sie Crashpläne haben, gewerksüberweise Plananmerkungen machen können, Pläne vergleichen und das wiederum dem Architekten, der auch in der Plattform eingeladen ist, der sieht exakt die Unterschiede, wo was zu tun ist. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen da einen Überblick geben, wie Sie Planradar anwenden, beziehungsweise wie unsere Funktionalitäten sind im Zusammenhang auf die Praxis. Hier habe ich, jetzt können Sie mir gerne Fragen stellen. Ich habe somit die Präsentation beendet. Ich habe jetzt eine Frage hier drinnen. Sind die Pins aus dem BIM-Modell im Grundriss ebenfalls einzusehen? Wir haben natürlich in diesem Zusammenhang, dadurch, dass wir ich kann hier zum Beispiel nach BIM-Projekten suchen und das entsprechende BIM-Modell wird mir hier angezeigt. Ich habe die Möglichkeit, hier in zweidimensionaler Basis die Punkte einzusehen, in dreidimensionaler Basis, also tatsächlich nicht nur 3D, sondern wirklich auch das BIM-Modell an sich. Sie sehen ja hier, wenn ich ein Objekt auswähle, sehen Sie hier die dazugehörigen Objektinformationen, die zum Objekt passend sind. Im Grundriss kann man natürlich auf die Art und Weise das Ganze einsehen, aber ich weiß schon, wo Sie Ihre Frage hinausgeht, kombiniert wahrscheinlich mit einem zweidimensionalen Plan. Das werden wir natürlich in weiterer Folge ausloten und auf Feedback unserer Kunden warten, aber es ist absehbar, dass so eine Funktion auch mit reinkommt, wo wirklich auf zweidimensionaler Basis dann auch diese Punkte ersichtlich sind. Haben Sie noch, ich hoffe, ich habe Ihre Frage somit beantworten können.
sind noch andere Fragen im Raum, die für Sie interessant sind? Ansonsten beende ich die Präsentation. Sie können sich aber auch gerne zusätzlich auf unserem Planradarstand informieren, falls Sie Fragen haben, beziehungsweise lade ich Sie ein, wie gesagt, auf www.planradar.com sich einen kostenlosen Testaccount zu erstellen, so wie es viele unserer erfolgreichen Kunden machen in den diversen Branchen, von der Planung bis in den Betrieb hinein, über die Ausführung selbstverständlich. Und da unterstützen wir Sie bestmöglich und sogar maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Ja, somit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sie können mich gerne auch über diverse Social-Media-Kanäle wie LinkedIn, Xing, Twitter kontaktieren, wenn Sie da Fragen direkt an mich haben. Ansonsten, wie gesagt, haben wir auf unserer Kontaktseite über Chat, über den Kontaktbereich, aber auch initial können Sie sich Ihren Testaccount selber erstellen und unsere Leute kommen gerne mit Ihnen in Kontakt aus dem Consulting-Bereich und beraten Sie, wie Sie hier Ihre Projekte besser verwalten, effizienter und eine sichere Dokumentation bekommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, erfolgreiche Projekte und man sieht sich bei der einen oder anderen Veranstaltung. In diesem Sinne auf Wiedersehen und alles Gute.